Ich mache sogar hier freundlich, wie ich bin, einen Pulltimer. 12 Sekunden, da kann sich jeder quasi drauf einstellen. Ich laufe mal meinen eigenen Key hier in den King's Rest 16er. Mal schauen, ob für den werten Gerker dann die Dings droppt. Gut, also jetzt hier, die Inka ist natürlich, ja, ne? Ist natürlich geschenkt, weil du unten eh diese kleinen Mobs erstmal hast, die du rauspulst. Aber theoretisch. Ja, was? Warum? Oh, verdammt, ich habe den falschen Target gehabt. Jetzt habe ich nur einen Mob mitgeaddet, den ich eigentlich nicht mitadden wollte. Verdammt euch. Da wollen wir jetzt nicht uns reinstellen. Also den wollte ich eigentlich nicht haben, den Mob hier. Tatsächlich. Das war jetzt ein Fail-Pull. Hütet euch. Aber egal. Können wir den fix mitmachen. Eigentlich kann ich den mit zu den anderen ziehen. Hütet euch. Keine Ahnung. Den hab ich versehentlich gelasert. Komm, ich zieh den jetzt mit zu den anderen. Hütet euch. Fuck, da muss ich jetzt noch rausgehen. Hütet euch. Erstmal richtig reingefailt hier. Hütet euch. Schauen wir mal den Schaden an. Also der Hunter überzeugt mich jetzt noch nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Ich muss ein bisschen gucken, ne? Das ist Necrotic, muss ein bisschen Auge drauf haben, aber bei den Mobs kann ich ja eh kaum resetten. Achso, wir müssen ja hier das Ding spielen, ja, hilft nix. Das können wir eigentlich direkt hier. Gut, können da eigentlich reingehen. Ziehen wir sie halt mit. Stacks ist halt, die kleinen stacken mich halt hoch wie nochmal was. Naja, gut, die muss ich outrangen. Ich dachte, wir kriegen die halt vielleicht schnell genug down, aber anscheinend haben wir nicht genug Damage, um die schnell genug down zu kriegen. Ich stehe einen Haufen Mobs rum, hä? Besser wäre gewesen, wenn schon mal einer vorgegangen wäre, das Ding hier angequatscht hätte. Dann hätten wir uns jetzt einen Haufen Zeit sparen können. Aber gut. Das sind ja zu so Kleinigkeiten. Weil eigentlich die hier reinziehen ist halt auch. Ja, bringt dir nichts. Du kannst ja nochmal reinlaufen, ne? Du gibst ja mit da nichts. Weiß ich nicht, ob der Mage war hier vorher schon drin. Vielleicht hat der schon aktiviert. Ne, hat er nicht. Okay, jetzt müssen wir halt hier nochmal warten. Ich hab halt auch schon eine Taktik früher gemacht, dass ich die Mobs reingezogen habe, aber meistens ging das dann schief, weil sich Hardware wegschallern lassen. Deswegen mache ich das nicht mehr. Gut, das haben wir beide gekickt. Aber es war ja kein Trash-Buff, ne? Es war ja hier ganz easy Boss-Buff. Dürfte ja eigentlich nichts passieren. Ah, der wird in die Mobs reingeführt. Ah, okay, der hat geblockt.
Hat der eine jetzt Knockback auf die Mobs draufgehauen zum Interrupten? Hier, was mit Gerker los? Jetzt macht er auf einmal richtig Schaden. Wollte jetzt fast sagen, gar nicht gewohnt, aber gut, jetzt haben wir... Achso, er wollte wahrscheinlich, dass ich meine Stacks resette, aber bei den drei Mobs muss ich meine Stacks tatsächlich nicht resetten. Also bis 30 geht's eigentlich schon. Also bei denen muss ich wahrscheinlich schon resetten. Das wird eine härtere Sache. Muss ich mal gucken, ob auch ein Shadow Melt vielleicht sinnig ist. Aber die gehen so noch. Ah, ist mein Zwielichtsding geprockt und schon kommt der Schaden. Hier tue ich mal ein bisschen Active Mitigation pre-stacken, ein bisschen Wut noch sparen. So, das ist die interessante Gruppe hier in dem Laden tatsächlich. Aber ich habe beide Walls. Na gut, da wollen wir dann vielleicht doch rausgehen. Ja, das stacken wir natürlich schon schnell hoch, ne? Ganz klar. Vielleicht noch eine Explode raus. Okay. Jetzt muss ich tatsächlich schon mal flitzen gehen. Okay, ist ausgelaufen. Passt. Jetzt dürfte es eigentlich gar kein Stress mehr sein. Komm, wir ziehen trotzdem noch eine Wall. Wir gehen auf Nummer sicher. Können mein Auto noch... Ach komm, jetzt hat er sein Schild gemacht, wenn ich mein Auto ziehe. Ah, bitte. Hier in die Dinger sollten wir nicht reinkommen. Ja, okay. Also das ist jetzt eine der ätzenden Gruppen. Arturius, hey, ich grüße dich. Okay, dann schauen wir mal hier. Boss. Ich habe keinen Mars-Root mitgenommen dafür, aber vielleicht hat der Hildred jetzt einen Mars-Root. Okay, gut. Ich wollte halt mal einen netten Pulltimer machen. Das war's, sonst sicher halt keine Pots mehr. Aber ich habe eh kein Dings drin, kein Flask. Wollte mir jetzt keine mehr kaufen für den Key. Ah, warte, es ist Boss-Buff, ne? Ich soll vielleicht doch lieber rauslaufen. Boss-Buff haut das tatsächlich ganz gut rein. Also wenn du da stehen bleibst. Es wird mich wahrscheinlich nicht killen, tatsächlich. Die Idee wird es wahrscheinlich one-shotten auf 16, schätze ich mal, ne? Aber es wird mich ziemlich... Soll ich mal drin stehen bleiben? Ich bin am überlegen, ob ich in einem drin stehen bleibe. Ich glaube, es ist Melee-Schaden. Ich ziehe einmal Active Mitigation und Ding. Ich bleibe am Ende drin stehen, okay? Ich will am Ende sehen, was das reinschallert. einfach um ein bisschen zu gucken. Machen sie das Gold oder soll ich... Ich kann ja einmal Knockbacken, theoretisch. Ich hätte nur Inka ziehen können hier. Was macht der Hunter? Ich glaube, ich stelle mich lieber doch nicht rein. Die Leute droppen auch so schon ganz gut. Bisschen wenig Single-Target-Damage, hä? Huh? Ah, komm, ich spare meine Inka. Scheiß drauf. Für das nächste Mob-Pack. Ach du, soweit ganz gut. Wenn wir jetzt hier durch die Inni noch gut durchkommen, dann geht's mir noch besser. Bis jetzt sieht's ganz okay aus. Schauen wir mal. Der Braun hat ziemlich lang bei dem Boss hier gerade, ne? Also irgendwie... Spielen halt jede Ad-Gruppe. Ich könnte sie halt einmal noch wegnocken. Ich glaube, der Hildred, der hat halt auch kein Mars Entangle mit dabei. Klar, wir haben Boss-Buff, ne? Aber so lange habe ich den Kampf, glaube ich, fast noch nie gespielt. Lass einfach durchziehen hier. Ich hätte doch lieber Inka gezogen, ne? Solange wir jetzt unterwegs sind, hätte ich sie ja dann gleich wieder gehabt, die Inka. Okay, der Heiler ist OM. Alles klar. Ich bleibe jetzt noch drin stehen. Ah, okay, er kratzt nicht mehr durch. Jetzt hätte ich drin stehen bleiben können, ne? Dann wären nur 5 Sekunden weg und halt die Buffs. Ja gut, Buffs habe ich eh kaum. Außer ein Shout halt, ne? Oh, die sind aber fies, fällt mir gerade ein, ne? Mit Ding. Mit Necrotic. Ja,
Also er muss es durchcasten und dann muss ich knocken. Okay, hat gepasst. Wenn es gleich nochmal macht. Was haben wir denn? 17 Stacks, ne? Jetzt wird es dann bald ein wenig haarig. Also so 30 ist dann ätzend. Jetzt kriege ich halt schon nur noch 50% Heilung. Ja, aber gut, es ist nur ein Mob. Ah, fuck it. Lol, ich lande nicht bei dem davor. Oh nein. Ich bin hier, glaube ich, bei denen noch nie... Okay, das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt ganz und gar nicht gut. Einfach ein bisschen zurücklaufen. Einfach den König rausziehen. Das war jetzt nicht gut. Ach, der Heiler ist übernommen. Ich hatte halt auch mein Knockback nicht mehr, ne? Weil ich ihn halt benutzt habe, um den einen zu dingsen. Sonst weiß ich nicht, ob ich da halt lieber versuchen soll, nochmal wegzurennen. Es war halt ein Mob, ne? Ich hatte 30 Stacks. Eigentlich kann das der Heiler schon gegenheilen. Eigentlich. Jetzt habe ich meinen Buff verloren. Jetzt muss ich doch mal ein bisschen früher resetten. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Naja, komm. Dann spielen wir auf ein bisschen sicherer und resetten halt öfter. Die stacken mich nochmal gut hoch. Und die kleinen Blubs, die jetzt nachher gleich kommen werden, die werden mich auch gut stacken. Mal schauen, der kommt, oder? Ja. Den Mage weggeschossen? What the fuck? Alter, soll lieber recken, ich retz den schon. Hab ich nochmal Inka jetzt für die. Ah, die werden mich halt richtig schnell hochstecken, ne? Also die muss ich auf jeden Fall einmal gleich wegnocken. Fuck, jetzt bin ich ausgerechnet jetzt geslowt. Ach. Wie unlucky. Habt ihr das gesehen? Ich habe die weggenockt. Und genau dann ist mein Umhang slow geprockt. Und die haben mich nochmal erwischt. Ach. Ich habe es aber zu spät gemerkt, ne? Als ich schon geslowt war. Weil normalerweise geht sich das halt aus. Ich knock sie weg, laufe ein Stück weg. Easy. Aber dann kam halt genau der Umhang slow. Das ist halt unlucky. Muss ich jetzt halt weiter weglaufen, ne? Habt ihr gesehen, wie schnell die mich auf über 20, über 30 gestackt haben, wenn das so viele Mobs sind? Die hitten halt alle auch extrem schnell. Ah, ich muss mit dem Heiler tatsächlich ein bisschen safer spielen. Weil der kriegt mich nicht so schnell wieder hochgehalten, ne? Na gut, den müssen wir machen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, der... Ach fuck, die werden mich halt auch stacken, wie so... Nochmal was. Ich muss von den Viechern ein bisschen weg, deswegen laufe ich jetzt hier. Aber die müssen die kleinen Viecher töten. Ich glaube, die checken das wieder nicht. Ja, aber sonst bin ich irgendwann gestackt wie nochmal was. Schon auf 14 Stacks. Bin jetzt absichtlich nicht nochmal rangelaufen. Ja, dass wir nicht direkt in dem Mob drin sind. Aber den nehmen wir schon mit, den einen Dude hier.
Also den, jawohl, ich bin gerade überlegen, eigentlich können wir ihn auch auslassen. Lieber noch eine Gruppe spielen. Wir haben ja oben einen gemacht, ne? Jetzt muss ich halt hier gucken. Hier darf ich jetzt halt nicht so viele mitnehmen. Weil ich werde wahrscheinlich übelst schnell, übelst hoch gesteckt. Ah, fuck, jetzt ist da noch mal einer. Jetzt muss ich wieder mein Umhang procken. Der darf mich nicht erwischen. Man hört das Gefühl, Blizzard sieht das, wann ich am Weglaufen bin, und genau dann drücken sie einmal auf den Slow bei dem Umhang. Da mal ein bisschen raus. Eigentlich kann ich sie die restlichen komplett holen. Ich darf bloß halt den großen nicht, ne? Ja, 13, 6, echt. Ich habe jetzt Inka und das Ding einmal. Haben wir denn 16 Stacks? Naja. Es geht, oder? Was meint er? Ich habe jetzt schon 21 Stacks wieder. Will da noch ein bisschen reinkleben? Warte mal, wir holen mein Dings nach. Okay, jetzt muss ich es ein bisschen wegkicken. Es hilft jetzt halt alles nichts. Zu viele Stacks drauf. Ah, jetzt blockt das Ding hier hinten rein. Jetzt hat fast den Boss gepullt. Da willst du richtig reinkleben, ne? Und dann geht's halt nicht. Jetzt habe ich meine Explo auch wieder gehabt. Hey, wo ist denn der? Hier rüben ist der. Mann, der ist doch da extra hingelaufen, ne? Ich dachte, er klickt es. Und dann steht er dran und wartet. Was ein Typ. Oben kommen halt die ätzenden Mobs noch, ne? Schauen wir mal, was wir da alles machen müssen. Der wird halt jetzt lang. Oh, der haut rein. Der haut echt rein. Lauf, kleines Mädchen. Hat gesehen, was der Mage da gefressen hat. Der wollte eben durchziehen. Hat richtig auf den Latz gekriegt. Leute, da drüben. Normalerweise läufst du da nicht als Tank komplett über die Dinger auf die andere Seite. Aber die anderen, die machen das irgendwie jetzt nicht so zuverlässig tatsächlich. Am besten stellt sich halt ein Range rechts, einer links hin und klickt halt instant drauf. Wisst ihr? Also das ist halt so das Optimale, was du machen kannst. Aber gut. Ich seh das schon kommen, dass wir komplett zugevoidet haben, ne? Ach. Ungünstig. Aber wenn wir jetzt rüber müssen, ne, wird das ätzend. Also wenn jetzt drüben einer rein ist, musst du ganz außen rumlaufen, oder? Naja, das Feuer willst du eher nicht. Können wir mal nur hoffen. Jetzt gehen wir mal hier so ein bisschen hin. Kann er nicht Turtle ziehen gegen den Shit? Okay, jetzt wird's interessant. Da ist es, okay. Seht ihr das? Aber er läuft schon hin. Also passt.
passt. Ach, shit, ich bin geslowed. Ich stehe halt genau drin und dann kommt der Slow wieder. Hast du das gesehen? Also zum Glück habe ich meinen Umhang gerade noch gehabt. Was, keine bösen Wörter? Okay, ist das verboten? Mittlerweile. Ja, ich heiße Markus. Ich weiß nicht, Nati hat das hier verbreitet. Die nennt mich immer beim richtigen Vornamen und seitdem machen das ein paar andere Leute auch. Was nicht schlimm ist. Alles gut, hab da nichts dagegen, aber war jetzt auch, hat jetzt auch keinen Bedarf, das hier einzuführen. Das sind jetzt die richtig ätzenden Mobs. Also die hauen richtig raus. Alter, schau mal, ich krieg halt jetzt schon auf den Latz, wie nochmal was. Muss jetzt mal weg. Scheiße, ich habe einen zweiten Stack. Ich hab's doch weggekickt. Wo hab ich denn den zweiten Stack gekriegt? Muss jetzt nochmal weggehen. Das. Okay. Ich habe jetzt aber keinen dritten gekriegt, sonst dann wäre ich insta-dead gewesen. Hat gesehen, ich musste jetzt die ganze Zeit von den Viechern weggehen. Weil hier, ne? Das ist wirklich der Trash in allen Mythic-Plus-Instanzen, der am meisten rausgehaut. Und die haben das hier schon ein paar Mal genervt. Die waren mal noch krasser, diese Viecher. Ne, und wir haben nicht mal Trash-Buff. Ne? Überlegt euch das mal. Dieser Scheiß dort, der haut so einen Schaden raus. Keine Ahnung. Fuck, jetzt habe ich einen Zweier-Stack. Ungünstig. Totem haben wir auch am Start. Ich muss die mal wegkicken. Das geht sonst nicht gut aus. Ich will keinen Dreier-Stack kriegen. Zweier-Stack ist schon böse. Ah, also gesehen, haben sie es gerade nochmal rausgehauen. Immer kurz bevor es ausläuft, hauen sie es nämlich nochmal drauf. So, den lassen wir jetzt ganz ranlaufen und dann pullen wir nämlich zurück. Den ersten mache ich mit dem Charge, den hier, und den zweiten mache ich mit dem Ska, mit dem Bash. Okay. Den hier jetzt, den muss ich bashen. Seht ihr das? Backe ich so komisch, so düpp, 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 weil ich da nicht mehr falle, sondern so an dem Mob ranfliege. Sonst kriege ich den Fallschaden und der natzt mich übelst runter. Was haben wir denn jetzt? 79? Nächsten zwei Gruppen machen wir noch. Weil viele skippen die hier tatsächlich. Ich will die noch mitziehen. Zweimal einen Proc reingehauen in die Mobs hier. Okay. Das wird die harte Gruppe hier. Okay.
Jetzt können wir quasi den Rest skippen. Den anderen können wir später machen. Wir haben dann jetzt halt nochmal einen Mini-Boss und den können wir danach machen. Jetzt haben wir dann noch 15 Minuten, ja gut. 3, 2, 1. Der ist derzeit eigentlich noch relativ hart tatsächlich, hier der Mini-Boss. Ich glaube, hier sollte ich mich tatsächlich nicht von den Äxten erwischen lassen. Ich mache das nämlich immer ganz gerne. Aber ich denke mal, 16 mit Boss-Buff könnt schon einschallern tatsächlich. Habe ich so im Gefühl, dass das wehtun könnte. Versuchen wir mal gut zu spielen, ausnahmsweise. Mache ich sonst ja eher nicht, aber ne, um uns mal anzustrengen. Schauen wir mal, wie lang es klappt. Ja, bis jetzt. Der Hunter hat hier so ein bisschen was mitgenommen. Das ist der Scheiß auch noch. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe nichts gefressen, oder? Sonst hätte ich ein bisschen mehr Schaden gekriegt. Alter, die ist so nervig, ne? Ich hab wieder Inka, sehe ich. Komm, wir ziehen einfach Inka. Das dauert jetzt so lang, bis quasi dann das nächste Pack kommt. Hauen wir es einfach raus. Dann kann ich es vielleicht nur ein, zwei Mal ziehen in dem Dungeon. Gut, vielleicht hätte ich es einfach für den nächsten Mini-Boss ziehen sollen. Ach komm. Hier. Bro, mach keinen Scheiß. Stehe ich halt hier in dem Shit drin. Ja, gut, den Boss hätte ich jetzt vielleicht nicht in der Mitte parken sollen. Fällt mir gerade so auf. Wie lange habe ich es denn jetzt noch? Ah, oh, fuck, ich bin voll in die Dinger reingecharged. Habt ihr das gesehen? So ein Kacknuff. Habt ihr das? Warte, ich wollte ihn einmal ran. Jetzt habe ich ihn wieder in der Mitte geparkt. Das könnte jetzt ein bisschen ätzend werden, tatsächlich. Ich habe ja noch einen Sprint. Fürs nächste habe ich halt nichts mehr, ne? Ich wollte ihn ja am Rand parken, ist mir gerade eingefallen. So, wir nehmen ihn jetzt und parken ihn an dem Rand, dass ich auf die andere Seite einfach laufen kann. Okay. Das ist ja zumindest ein bisschen. Hey, ich hab's gar nicht abgekriegt, sehe ich gerade. Ach, keine Ahnung. Junge! Hier. Mach keine komischen Sachen. Jetzt kommt halt das Ding genau in uns rein. Einmal wird das wahrscheinlich jetzt noch machen, oder? Ja. Kann es sein, dass ich es gar. Doch. Alter, was haut denn das an Damage rein? Habt ihr gesehen? Allein, dass ich den. Warum habe ich denn da so viel gekriegt? Krasse Scheiße. Was verreckt hier? Ja, war ja richtig knapp, ne? Uff, ja, uff. Du sagst es laut. Bitte, habt irgendwer einen Interrupt?
Junge, Interrupt. Ich habe halt schon vorher einen Interrupt rausgehauen. Holy moly. Ich ziehe den mal zu einem von den Totems. Okay, das wird anscheinend nichts, wenn man ihn nicht interrupten kann. Jetzt habe ich halt wieder keinen Interrupt für das Gift-Ding. Ah, und ein Teppich sieht man es nicht, habt ihr gesehen? Ja, dafür habe ich jetzt nichts. Okay, gut, da hat wer anders interrupted. Habt ihr gesehen? Da ist wieder die Voidzone unterm Teppich versteckt, ne? Hat der Boss was unter den Teppich gekehrt. Wir müssen jetzt hier zu dem Dude einmal. Huh! Ganz schön böse weggecharged. Jetzt haben wir schon wieder Inka theoretisch, aber diesmal spare ich sie mir auch für den nächsten Mob. Schickst dir mal die Energie, okay. Mach das. Die Energie kann ich gebrauchen tatsächlich. Dann mal nochmal. Also der Boss hier, ne? Mit Boss-Buff ist der tatsächlich. Der tatsächlich eklig. Alter, jetzt wäre bei hier alles voller Voids. Jetzt wäre ich fast in den Voids-Zone stehen geblieben. Der da durchcastet. Kriegen wir schon auf den Sack. Ja, hier, komm mal her. Freund. Okay, passt. Kommt der noch? Nee. So, wir sind jetzt bei 95%. Wir haben noch den Prophet. Ich weiß nicht genau, was der bringt. Aber ein bisschen was. Auf jeden Fall. Und ja. Ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich King's Quest schon auf 16? Juckt mich das überhaupt, ob das In-Time ist? Nee, ich habe King's Quest nur auf 15 tatsächlich. Also wäre es sogar, ne? Gut, der Score interessiert mich ja sowieso nicht, aber. Achso, die könnten ja theoretisch da auch drin bleiben. Ach, hier ist natürlich alles voll mit dem Graffel. Habe ich die Aggro noch auf den Typen? Ja. Mal ein bisschen gucken. Ach shit, das Ding ist ja jetzt noch nicht offen. Ach, fuck it. Ja, da war ja was. Ja gut, komm. Hier, wenn man da weiß, dass man einfach aktiv, also ich muss einfach nur aktiv Mitigation stacken, der Mob ist tatsächlich nicht sonderlich gefährlich für mich. Komm, den kriegen wir doch noch vorher down hier. Ja, ist ja gut, Video brauchen wir nicht. So, 97, ich habe keine Ahnung, ob der genug bringt. Da steht jetzt nichts dran. Bringt der genug? Hab ich nicht eigentlich einen Addon, wo das dran steht? Das ist halt ein Hardhitter, ne? Kann dann noch einen Zauber, kann ich Shadow melden, wenn es zu krass wird. Machen wir nochmal mir eine Heilung drauf. Ich glaube, ich muss gar nicht Shadow melden. Okay, passt. Sag bitte, okay, 100%. Also der hat auf jeden Fall genug gebracht. Habe ich tatsächlich einigermaßen gut. Aber der wird jetzt nochmal richtig reinzimmern. Hier spiele ich jetzt defensiv. Hier werden wir jetzt sehr defensiv spielen. Weil der haut rein wie so ein Truck, ne? Der Boss. Oder diese ganzen Ads da. Deswegen spiele ich jetzt hier mal ausnahmsweise ein bisschen aktiv Mitigation. Ich habe halt auch nur noch eine Wall.
Alter, der hat den Heiler halt fast damit weggehauen. Der Klingentanz alleine haut schon ganz gut raus. Ich weiß gar nicht, ob ich dem ausweichen kann, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube nicht. Muss dann natürlich das Auge sein. Der Dings macht das ganz gut eigentlich. Der Heiler, der geht da immer sofort in den Bären und läuft weg. Also, Props an den Heiler, der weiß, was er da tut. Ah, jetzt kommt HT. Wir wollen nicht von dem Shit getroffen werden am besten. Ah, fucking 4. Okay, jetzt ziehen wir mal eine Wall. Wird mir das gerade ein bisschen zu heiß hier. Aber ich habe noch eine Wall. Zur Not. Ja. Ah, jetzt kommt der Slow ausgerechnet. Jetzt. Okay, das muss ich jetzt wollen, das hilft nichts. Safety first. Es ist gleich wieder einmal komplett rum, ne, das Ding. Ja, da werde ich... Ah, shit, ich habe es fast durchgeschafft, ohne gestunt zu werden. Aber leider noch fast... Komm, ziehen wir mal noch ein bisschen Heilung. Jetzt habe ich hierfür nichts mehr. Jetzt wird's dann bald, ne? Wird's dann bald knapp. Wie sieht es mit dem Heilermana aus? 36%. Ziehen wir noch ein bisschen Active Mitigation hier. Okay, passt. 4 Minuten hatten wir noch. Ah, schau, wir stehen direkt vor der Kiste. Ja, war doch ein ganz in Ordnung heran. 1 vor Puls waren vielleicht jetzt nicht ganz so sauber. Ich habe natürlich wieder gar nichts gekriegt. Da hat jemand eine Stangenwaffe rausgezogen. No. Ja, du, Gerka, wir haben es versucht, für dich die Waffe zu kriegen. War leider nicht drin. Aber jetzt hast du zumindest den schon in time, ne? Gut, ja, das war's mit dem Run. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis dann. Ciao.